Thema des Videos ist Edelstahlschweißen und wir starten heute mit Grundlagen und Tipps. Wo wird Edelstahl eingesetzt? Zum einen im chemischen Anlagen- und Behälterbau, Rohrleitungsbau, aber genauso gut auch im Treppen- und Geländerbau. Mikmak, WIG, aber auch Stabelektrode eignen sich hervorragend zum Schweißen von Edelstahlwerkstoffen. Der größte Vorteil von Edelstahl ist seine Rostfreiheit. Diesen erzielen wir durch seinen hohen Chromanteil, der größer ist als 13%. Fangen wir mit dem Thema Schweißbrenner an. Ich habe euch an der Tetrix XQ hier einen gasgekühlten Brenner angeschlossen. Den kann man durchaus zum Edelstahlschweißen WIG verwenden. Achtung dabei, dass der Brenner nicht in Hitzetod stirbt. An der Titan XQ habe ich euch nun einen wassergekühlten Brenner montiert. Den würde ich euch empfehlen, weil wir hier überwiegend mit dem Impulslichtbogen arbeiten und dadurch eine höhere Wärmebelastung am Brenner anliegt. Edelstahl ist anders als Stahl und Aluminium ein schlechter Wärmeleiter. Daher nutze ich bevorzugt den Impulslichtbogen. Er ist digital geregelt und garantiert mir einen optimalen Tropfenübergang in die Schmelze. Lasst uns mal über die Zusatzwerkstoffe sprechen. Zusatzwerkstoffe beim Edelstahlschweißen sind immer höherwertig auszuwählen, um den Abbrand im Lichtbogen zu kompensieren. Im Lichtbogen verbrennen Legierungselemente, man nennt das auch den Abbrand. Durch die richtige Auswahl des Zusatzwerkstoffes versuchen wir, über diesen den Abbrand entsprechend auszugleichen. Besonderheit hier, wenn ihr Stabelektroden verschweißt, würde ich diese rücktrocknen nach Empfehlung des Herstellers und darauf achten, dass sie möglichst trocken gelagert werden. Kommen wir nun zum Thema Gas. Beim WIG-Schweißen setzen wir Argon 100% ein. Beim Max-Schweißen verwenden wir ein Argon mit 2,5% CO2-Anteil. Achtet bitte darauf beim Edelstahlschweißen, dass ihr die Fett- und Ölrückstände, die möglicherweise durch mechanische Bearbeitung entstanden sind, vor dem Schweißen mit einem Lappen entfernt, damit keine unerwünschten Effekte beim Schweißen entstehen. Nachdem wir geschweißt haben, hat man mehrere Optionen, die Schweißnaht zu behandeln. Wir nutzen eine Edelstahldrahtbürste und bitte keine herkömmliche Stahldrahtbürste, um zu verhindern, dass ferritische Anteile in die Schweißnaht eingekoppelt werden, die dazu führen können, dass Korrosion oder umgangssprachlich Rost entsteht. Oder aber alternativ mit solch einer Fächerscheibe. Zu guter Letzt gibt es aber auch die Möglichkeit mit solch einer Beizpaste. Achtung hierbei, es handelt sich um einen Gefahrstoff. Bitte achtet unbedingt auf die Sicherheitsrichtlinien und wie man mit solchen Gefahrstoffen umgeht. Die beim Schweißen zwangsläufig entstehenden Anlauffarben sind nach Beendigung des Prozesses zu entfernen, damit sich die Passivschicht wieder bilden kann. Das Herstellen oder Entstehen dieser Passivschicht ist zwingend notwendig, damit man das Blech im Nachgang zum Schweißen vor Korrosion schützt. Die persönliche Schutzausrüstung beim Edelstahlschweißen ist wichtig. Dazu zählt eine richtige Schweißerjacke, Schweißhelm, entsprechende Schweißerhandschuhe, und die Schweißrauchabsaugung. Die beim Edelstahlschweißen typischerweise auftretenden Chrom-6-Verbindungen entsprechend sicher absaugen. Verzug beim Edelstahlschweißen ist zu reduzieren, indem dass man das Bauteil oder die Bauteile mit entsprechender Anzahl von Heftpunkten fixiert oder aber einen unserer wärmeminimierten Fügeprozesse wie den Cold Arc, der in unserer Titan XQ vorhanden ist, nutzt. Darüber hinaus ist es natürlich hilfreich, auch beim WIG-Schweißen und Elektrodenschweißen den richtigen Schweißparameter zu nutzen, um auch bei diesen beiden Prozessen den Verzug zu reduzieren. Das waren von meiner Seite aus die Basics zum Edelstahlschweißen, aber
Es gibt noch einen zweiten Teil Mi-Mac-Schweißen und einen dritten Teil im WIG-Schweißen Edelstahl. Wenn ihr unseren Kanal abonniert, könnt ihr nichts verpassen.